So, gute Mutter. Wir müssen das in Zeiten für heute einen Punkt machen, wo wir an der Corona-Situation drüben sind, zu Lützeburg. Wir zählen ob heute 335 infizierte Fälle. 4 Leute haben das Leben gelassen, 4 ältere Personen. Und wir haben zurzeit 14 Leute, die hospitalisiert sind, wovon 4 Stück an einem kritischen Zustand sind. Ich wollte auch ein paar Worte zu unserer Maison Medical. Die sind abgegangen, kürzlich. Ganz viel Succes schon mit als 3 aktuellen Maison Medicalen, die umfunktioniert sind, für spezifisch die Patienten entgegenzuholen, die Verdacht haben auf Corona. Das heißt, wenn Verdacht ist, dass es eine Infektion nur von den ewigen Atemwegen war viel zu lief. Ich gebe auch noch darauf rappellieren, dass die Maison Medical nicht geduldet sind, dass sie da hingeht, sondern dass sie über eine Telekonsultation, das ist auch für den Hausdoktor, für zu checken, ob sie da hingehen sollen oder nicht. Ab dem Samstag wird man die Maison Medical auch verstärkt an den Ansatz bringen. Stand heute sind sie ab von morgens 8 bis mittags 4. Ab dem Samstag wird das durchlaufend sein. Das ist die Maison Medical wird ab von morgens 8 bis abends 8 und das die ganze Woche durch, ohne Interruption. Feiert dazu, dass Oves die normalen Aktivitäten, die sonst an den Maison Medicalen übernommen waren, just nach Domicil werden geschehen. Das heißt, die Visite à Domicil bleiben aufrecht erhalten für Urgenzen. Mit den normalen Service an den Maison Medicalen wird 100% studiert sein, ob die Krise sei, wo man wirklich Personal en place haben, wird equipiert als für die Leute, die ein Risiko haben von einer Infektion, auch wirklich dementsprechend zu behandeln. Was muss ich da drin auch feststellen? Patienten, die da hingeschickt gehen, die gehen desinfizieren hier hin, sie gehen separat behandelt, ist alle Präkautionen geholfen, für Banden der Maison Medical selbstverständlich eine Proliferation vom Virus zu vermeiden. Wir sind uns auch bewusst, dass die Maison Medical wahrscheinlich von ihren Kapazitäten hier nicht durchgehen, sodass wir voraussichtlich ab der nächsten Woche Zusatzkapazitäten haben. Zusatzkapazitäten am Norden, weil da werden eingehen, am Osten und auch an der Stadt selber. Wir haben auch neben der Telekonsultation, die im Moment über Telefon läuft, sind wir am Gang, eine Solution zu schaffen und eine Plattform, eine Internetplattform, wo das soll vereinfacht gehen, dass das System den Druck auszielt, so effizient wie möglich zu sein. Das ist ganz einfach, geht darum, den Papieraufwand für Schitterin zu reduzieren, sowohl für den Patienten, aber auch für die Prestataire, für die Doktoren. Das sind über den Weg von diesem neuen Outil, der wird in Platz, wirklich kann Zertifikate hin und her schicken, die Ordonnancen direkt dahin bringen, wo sie hingehören. Über den Weg werden 3000 Doktoren erreichbar sein, wenn sie den Dispositiv dann werden haben. Auch ganz wichtig, wir sprechen immer vom Corps Medical, das heute gilt alles auch für die Veterinären, selbstverständlich. Auch bei den Veterinären, da sind Service reduit, ungedot, die sollen auch schon reduziert bleiben, ob das wirklich notwendig ist, also ob die Urgenzen. Und auch sie werden ab nächster Woche können von der Solution, von der Telekonsultation profitieren, dass das alles am Laufen. Voilà, das ist es von meiner Seite. Wir sind hier am Modus Pressekonferenz. Das für dich, wo ich stehe, das ein bisschen befremdend für einen eitlen Saal zu stehen. Ich gebe meinen Fälle und erst für die Hohen zu stellen, die dann am Livestream werden beantworten gehen. Ich gebe dann aufhängen mit einer Frage von RTL. Da gehen nach weiter Präzisionen gefragt, über die Todesfälle, wie in Alter hatten, dafür wären sie alle auf Intensivstationen, hatten sie schon eine Krankheit, respektive Krebspathologie für drin. Ja, das sind 4 Leute, die waren alle gut über 80 und hatten noch schon eine Pathologie am Vierfeld effektiv. Ich gebe dann eine Frage über die von der französischen Edition von Wort.lu. Si l'on extrapole la courbe d'infection depuis le début du mois, le Luxembourg pourrait compter 10 000 infections d'ici la fin de la semaine prochaine. Quel est le scénario envisagé à ce stade par le gouvernement? Qu'en pensez-vous que le pic d'infection sera atteint? Das ist alles am spekulativen Bereich. Wir erwarten unseren Peak aufgrund von Erfahrungswerten von den anderen Ländern über die nächsten 14 Tage.
Zuhle gehen städtisch rup und die wissen, dass die Infektion sich eben mischt an einem relativ freien Stadion, sodass ich muss davon ausgehen, dass man effektiv einen Korb kriegen, wie an den anderen Ländern auch. Wir setzen alles drauf und dafür auch die drastischen Maßnahmen an der Bevölkerung für die Proliferation so niedrig wie möglich zu halten. An zwei Wochen werden wir mehr wissen, ob es gedenkt wird oder nicht. Das ist aber das, wo wir drauf spekulieren. Dafür auch noch ein Kehr von meiner Seite ein Appell. Für was haben wir so drastische Maßnahmen geholt? Für was probieren wir wirklich Leben an der Gesellschaft aufzuführen? Ja, weil alle einzelnen Träger potenziell den Virus kann weitergehen. Und mehr wie eine Person. Das heißt, wenn wir als Männer bewegen, wenn wir Männer Kontexte schärfen, wo die Leute sich begegnen, wird die Probabilität, dass man neu infiziert, der Krähen raufgeht. Das wird die Weh von der Isolation, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, für das Sprechen zu verhindern. Das ist ein Zuhl X von Leuten am Land, die ich auch nicht kann nennen, das ist auch alles spekulativ. Wir müssen davon ausgehen, aufgrund von den Infizierten, also von der Zuhl von Infizierten, die wir gesehen haben, dass es da viel sind, die den die Porter sind. Also was das Einzige, was ich kann machen, ist wirklich die Leute bei sich zu halten, daheim zu halten, dass man so Mann wie möglich Kontexte haben, wo die Leute in den Kontext kommen, wo sie den Virus können weitergehen. Dann eine Frage vom Essentiel. Que pensez-vous du traitement à la chloroquine, notamment testé à Marseille? Le Luxembourg est-il pour cette expérimentation? Quels sont les traitements potentiels suivis et soutenus par le Luxembourg? Wir unterstützen alle Recherchen und alle Tester, die an dem Sinn laufen. Ich persönlich muss auf Stuhl keine medizinische Meinung dazu, aber das ist eine Piste, die den Gesundheitsminister natürlich ganz, ganz eng surveilliert. Das ist ganz viel Echange zwischen den Experten, Jitverein, lauert man ganz viel Zuversicht natürlich, ob alles, was steht. Wenn das eine Piste ist, wird man da schnellstmöglich auch gehen, heute zu Lützburg. Dann eine Frage vom Radio 9,7. Wenn ihr rechnen, dass du mit der Zuhl von Hospitalisationen an die Lucht geht, weil ihr immer einen gewissen Dekalage dran ist, mit der Zusatzfrage sind zu Lützburg auch junge Personen hospitalisiert? Im Moment ist die Moyenne von den Infizierten die Altersmoyenne bei 46 Jahren, also bei den 335, die wir auf Haut zählen. Wenn ich rechne mal am Peak, bei dem Peak, das effektiv dann eben noch den Abgabe von der 12 von den Leuten, die hospitalisiert sind, dann rechne mal über die nächsten 14 Tage. Also das ist das, worauf wir uns im Moment eben viel bereden, aufgrund von dem, was wir gesehen haben, an den anderen Ländern, wo die Kurve auf der Zeit schon ein bisschen echter umgezogen ist, wie bei uns. Die Lützburger Wortprint-Edition fragt dann, wenn die aktuellen Mesuren nach nicht durchgehen, könnte dann ein Ausgangssperr. Es ist immer noch möglich, einen Ausgangssperr drauf zu setzen. Ich muss aber für meinen Teil so, wenn ich da draußen gucke, wie es ausgesagt und ich das Gefühl, die Message aus Ukom. Auch ein großes Merci do, von meiner Seite nach einem Kehr. Auch die Freunde, die mir geholfen haben, diese Message verbreden. Vielleicht haben wir die Chance, als kleines Land, dass es alles möglich ist, wirklich die Freunde zu erreichen. Ganz schnell mit einem Message. Schon noch kürzlich von Leuten, die aus Deutschland zurückkommen, sind, die mir gesagt haben, du hast die Message noch gar nicht so gekommen. Schon wirklich das Gefühl, dass das halt zu Lützburg einfach verstanden gehen, also auch durch die ganz starke Präsenz auch von der Polizei überall für die Leute daran zu erinnern. In dem Sinne sind ich wirklich zuversichtlich, dass man nicht noch muss einen Ausgangssperr vielleicht holen, weil die Leute wirklich verstehen. Und Straßen sind eitel. Ich meine, ich habe den Sinn davon entretemps erkannt. Und das scheint zu sehen, dass das bei uns dann an unserem kleinen Land vielleicht aber viel mehr schnell möglich ist, wie in anderen Kontexten. Der Quotidien will wissen, gibt es, weil mehr Informationen zum Emplacement von den zusätzlichen Maison Medical INS an der Stadt Asjuwel annonciert, wie gesagt, am Norden und am Osten aus. Ich kann nicht heute noch keine Informationen dazu, wir sind auf Pisten. Ich kann nicht sagen, dass wir für die Mainde Werte verstärkt tun, dass das am Gang evaluiert zu gehen. Also sowohl am Norden sind wir uns bewusst, dass es nicht durchgeht, da bauen wir aus. Wir sind am Gang zu gucken, was wirklich die beste Lösung wert sind, ob wir mehr Einzelstrukturen hören oder ob wir eventuell rübergehen auf viel mehr Großstrukturen. Und das wird auch für den Osten gehen. Am Osten wird auch ab nächster Woche eine Solution stehen. Aber ich gebe mich noch nicht fest, für die Leute nicht durch einen zu machen. Wenn das bis klar ist, dann kommunizieren wir. Eine Frage vom Terraplatz. Sind die erhöhten Infektionszahlen auf die erhöhten Testkapazitäten zurückzuführen? An wie hoch liegt die geschätzte Dunkelziffer an Infizierten? Dunkelziffer sind noch Spekulationen, dass die Rückrechnungen von den Testern. Ich muss ehrlich sagen, wenn ihr die Zahlen genau guckt, sei denn, dass es schwer ist zu vergleichen.
Ich habe gestern auf den französischen Nachrichten hören, dass in Deutschland 12.000 Tester pro Tag gemacht gehen, während in Frankreich beispielsweise 2.000, wenn ich mich richtig erinnere, Tester pro Tag gemacht gehen. Die Stadt variiert enorm, sodass es schwer ist, wirklich richtig korrekt Schluss an Hechrechnungen assistiert zu machen. Ich meine, da sind wir einfach mehr schlau, wenn die Krise bis lange ist, wenn ich auch auf dem Daten schaffen kann. Ich muss dazu sagen, dass an den Equipen sicherlich nicht Priorität. Wir sind absolut konzentriert, ob das operationell für das Stehen zu kriegen, für das Monitoren. Wir haben effektiv im Moment nicht den Loisir. Ich sehe doch nicht als prioritär, wirklich detailliert statistische Analysen zu machen. Das machen wir im Moment, wenn wir ein bisschen das andere Stehen haben. Eine Frau von RTL, gibt es schon Indikationen über 12 von den Leuten, die vom Virus geheilt sind oder nach zu frei? Das ist noch ein bisschen frei, weil man konsidieren, dass sie geheilt ist, nur 14 Tage. Solange sind wir noch nicht in der Wehheit zu Lützburg. Ich kann aber sagen, dass die echt geheilt sind. Also mein echt Fälle, die geheilt sind, aber das ist noch nicht 6, kann ich gerade gewesen. 6 kann ich sagen, die wirklich schon geheilt sind. Das heißt, prinzipiell kommen die Leute gut dadurch, aber aus verständlichen Gründen können wir da noch nicht ganz weit da sind, weil wir die 14 Tage noch nicht rufen. Dorun schließlich, Navel Gudun, ein weiterer Frage vom Tareblatt. Gibt es bereits Erkenntnisse, ob geheilte Menschen weiter infektiös sind und dass sie weiter in Quarantäne bleiben müssen? Gibt es Erkenntnisse, ob sie immun sind? Also die Rekommendationen von der Weltgesundheitsorganisation gehen nicht dahin, dass sie sich über den Zeitraum rauslösen muss, eine Quarantäne setzen oder soll eine Quarantäne setzen. Das ist aber ein neues Virus und auch da haben wir noch nicht der Wahrheit letzter Schluss. Also kann ich davon ausgehen, dass eine gewisse Immunisation da ist. Aber das sehen wir nächstes Jahr, wenn der Virus lernt. Das ist ein neues Virus und das ist ein bisschen müßig, sich da assistiert festzulegen auf solche Sachen. Wenn es wieder dann der Familie von Viren normal ist, wäre doch normal, dass eine gewisse Immunität da ist. Wir rechnen ja auch damit, dass eine Impfung da ist. Aber genau wie es ist, das auch noch kein. Das sind Erkenntnisse, die los kommen. Da brauche ich noch ein bisschen Geduld. Ich meine, da muss man wohl da durch und dann sehen, da noch, wie das sich präsentiert. Wir haben noch nicht wirklich Daten über die Leute, die die Krise handeln zu schon. Der Quotidien, Fried, wie gesagt, das mit der Lieferung vom Material, das bestellt das. Schon heute am Laufe des Tages positive Info gekriegt, dass das wird auch kommen. Wir haben ganz viele Kommenten am Laufen. Das ist gut. Das ist mir fanden Material. Das sind aber auch welche vorsichtige Menschen sind. Jubilieren ist doch recht, wenn wir das hier im Territorium haben, mit dem Kontext, den wir im Moment haben, mit Exportstoppen, mit Kommanden, die blockiert sind, noch an Europa. Das ist eng neu Donne, das ist selbst, wenn man so an Europa nicht kann tun. Und insofern gebe ich die Information, dass wir gut sind, dass wir am geringen sind, den Tag, wo das Material bei uns hier auch kommt. Aber als ist das, kann ich so etwas positiv mit vieles umlaufen, es scheint auch an drei zu gehen, noch kurzfristig. Nach Ostverschnitt und der Engel. Weiter Frau vom 100,7. Wie viele Tester gehen alles an allem bis heute zu Lützburg gemacht? Ich kann nicht Gesamtzahl nicht so, und, wenn man da drüppchenweise rauskommt, schon aber nur für gestern zum Beispiel, ich Beispiel zu gehen, hat man 750 Tester an einem Tag. Das ist verhältnismäßig sind wir da definitiv am Plotten von den Ländern, die ganz extensiv testen. Ich habe die Chiffre gegeben, die habe ich aber auch just von Reportagen, die ich auf der Television selber höre, habe schon 12 und 12.000 pro Tag für Deutschland höre gehört, dann 2.000 pro Tag für Frankreich, so Reserve schon, sondern das können wir verifizieren. Aber da meine ich, dass man mit Eisen beispielsweise 750, die wir gestern hatten, auf jeden Fall ganz gut durchstehen. RTL, nach dem Mola Frankreich soll Parlament nur über den Etat d'urgence sanitaire aufstimmen. Der französische Premier könnte dann Doktoren und Pflegepersonal requisitionieren. Ein großer Teil vom Personal zu Lützburg lebt in Frankreich. Das habe ich bitte gesagt, in Frankreich wäre sich bewusst, dass Lützburg immer gut dann. Trotzdem präpariert sich, ob das Schlimmste. Wie viele französische Frontalien aus dem Spitalsektor und Pflegesektor sind aber offen, für heute zu Lützburg an Hotels zu vernichten? Nun, schon die letzte Chiffre noch nicht. Ich weiß, dass den Abruf ganz breit rausgegangen ist ab gestern, dass das online auch ist, wo die Leute sich können melden. Also die Kinder, die sich gemeldet haben, schon aber standhaut noch keine Informationen, dass das Tourismusministerium das koordiniert. Das ist aber ein Zoll, die wir können, vielleicht noch encore de route kriegen. 110, kriege ich gerade gesagt.
nach einke, was den ersten Teil von der Frau vielleicht überlangt, mit der Gefahr, dass Personal requisitioniert wird. Präpariert ihr euch darauf? Auch für gesund gehen? Also, wir präparieren uns gedanklich jedenfalls darauf, aber logistisch auch mit allem, was wir probieren zu machen oder was wir können machen. Auf diplomatischem Plan haben wir alles gemacht. Wir haben noch informelle Assurance, dass also ein Problem erkannt ist. Ausschließen kann ich nicht. Wir müssen aber zuversichtlich, dass das als Situation erkannt ist und dass Europa nicht so weit wird kommen, dass so etwas soll geschehen. Eine Frage dann vom Lützburger Land. Ein mögliches Szenario ist, dass Frontalien zu Lützburg Tretemente an auch Hospitalisationen könnten nachfragen, dass wir normal, weil sie CNS versichert sind. Wären so Konsiderationen Teil von den diplomatischen Bemühungen, Garantien zu kriegen, dass Gesundheitsberufler aus den europäischen Ländern auch weiter auf Lützburg können kommen? Am Gegenzug Lützburg en cas de besoin Frontalien mit Versuche kennt. Das ist eine Selbstverständlichkeit, das sind alles Assyrien hier und wir haben auf den diplomatischen Gesprächen sind ich ganz zuversichtlich, dass die zuständigen Minister wirklich alle Register gezogen und ins können sehen. Nein, 100,7 eng froh über die Kapazität von den Spitälern, ob da du präzise Chiffren hat. Wir haben uns besser zu holen, präzise Chiffren. Also im Moment ist das absolut noch kein Problem. Wir müssen, wenn wir kurz gucken, natürlich darauf gefasst gehen, dass also Spitäler ganz schnell eventuell können, ob hier maximale Kapazität rüberkommen. Und dafür sind wir auch am Gang, noch Solutionen zu sichern, wie wir können Extensionen rundherum aufbauen. Das sind Arbeiten, die am Laufen sind. Wir monitoren Tag für Tag als Kapazitäten, das bei uns en place, entre-temps, wo wir wirklich die Belegung auch am Erwerten haben. Es ist da, dass das absolut noch nicht beunruhigend, aber kontinu von dem Virus und der Evolution, die ihn hält, dass das natürlich auch ganz schnell kann gehen. Darüber reden wir uns viel. Wir sind tatsächlich am Gespräch mit unseren Spitälern, für bestmöglich da präpariert zu sein. Aufschließend da vielleicht noch eine Frage von RTL. Nach einmal, ein Tumulbetrieber an Bauentreprise sich bei EIS, also bei RTL, gemeldet. Sie hat den Maske Anti-Poussière für das Ministerium. Wo sollen Sie die hinbringen? Die sind schon in der Weh bei EIS. Wenn die sind, die ich auch am Telefon habe, Mit einer Telefonsnummer, das ganze Stoff, den sich aus der Logistik kümmert, melde ich am Ministerium der Santé. Alles, was da ist, wird sein Weh bei EIS fahren. Merci.